Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal das Thema Aufbewahrung und Transport an. Wenn du mehr darüber lernen willst, bleib dran. Ja, alle warten auf meinen Pfeiltest, aber ich habe mir erstmal Corona eingefangen. Deswegen, das wird jetzt erstmal nichts. Tut mir leid, Freunde. Aber es kommt natürlich ein neues Video. Wir schauen uns an, wie man denn auch gerade dann, wenn man erkrankt ist und gerade einfach nicht schießen kann, wie man dann seine Sachen lagert. Als allererstes schauen wir uns mal hier meine Stinger-Tasche an. Hier im großen Fach ist der Grundkörper der Compact drin, mehr nicht. Und hier vorne in dem Fach sind dann jetzt die Wurfarme drin. Hier ist noch ein anderer Wurfarm drin und reichlich Ersatzteile. Hier zum Beispiel Endkappen, Sehnen, das Ersatzteil-Kit von Steamboat. Natürlich Rail Loop, nur hier das gute Rail Loop von Steamboat selbst. Und natürlich reichlich Pfeile, ne? Das ist natürlich auch wichtig. Hier die schönen Bodkins vom Stefan S&K, beziehungsweise die Übungsspitzen beschwert. Genau, natürlich auch haufenweise Steamboat Originalpfeile, ein paar Thorsten Prahle Pfeile, aber die habt ihr ja haufenweise schon gesehen. Dann hier noch Anbauschienen, also das wären für rechts und links. Dann hier noch halt alles mögliche an Werkzeug, was man für die Stinger gebrauchen könnte. Ja, und noch ein Sticker vom Steamboat. Soweit zu meiner Compact. Die Tactical hat übrigens genau die gleiche Tasche. Die zeige ich euch jetzt auch deswegen nicht. Wir schauen uns jetzt den ersten richtigen Koffer an. So, und damit ihr da auch was sehen könnt, habe ich hier noch eine zweite Kamera. Machen wir jetzt mal an und das hört sich gut an. Gucken wir mal, was wir hier jetzt so drauf sehen können. Und wir fangen mit dem R9 Koffer an. Das hier ist ein Avalon Bogenkoffer, der A3, ist natürlich auch unten verlinkt. Und ja, vorweg, der wurde eigentlich für die Siege gebaut. Deswegen passt das hier alles nicht so ganz genau, aber ich dachte mir, ich habe halt für die Siege einen neuen Koffer und ich dachte mir aber, der alte ist zu schade, um wegzuschmeißen, deswegen da tun wir einfach die R9 rein. Das passt so einigermaßen. Also hier sieht man das halt auch schon direkt. Der Siege-Griff würde hier noch weitergehen. Hier ist noch Freiraum. Ja, was haben wir denn hier drin? Wir haben hier den Wurfarm der R9. Und wir haben hier einige Pfeile. Gucken wir uns gleich genauer an. Dann haben wir hier den Grundkörper von der R9. Die schauen wir uns auch noch genauer an. Einmal den Schaft und ein Scope. Das Scope ist auch eigentlich das Scope von der Siege. Aber bei der Siege habe ich mittlerweile ein anderes Scope, deswegen habe ich das jetzt hier im Einsatz. Ja, das Coole bei der R9 ist ja auch, man braucht überhaupt gar kein Werkzeug und erst recht kein Spezialwerkzeug. Um sie zusammenzubauen, braucht man maximal einen Pfeil. Eigentlich kriegt man das aber auch mit den bloßen Händen hin. Man stößt dazu hier einfach mit einem Pfeil durch und zieht dann diesen Pin raus. Der ist hier fixiert, der geht auch nicht verloren. Aber man kann auch das, wie gesagt, mit der Hand machen. Entweder man drückt hier so rein, das schafft man aber nur ein bisschen. Aber oft reicht es dann aus, dass man das rausziehen kann. Zack. So, jetzt setzen wir den Wurfarm ein. Fertig. Und das gleiche auch bei der Schulterstütze beim Schaft. Ja, einfach hier mal einen bloßen Finger reindrücken und dann könnt ihr das hier rausziehen. Wie gesagt, gerade am Anfang sitzt das ein bisschen fester, dann nehmt ihr einfach einen Pfeil und fertig. Zack, rein, fertig. Fertig ist die R9. Das Scope könnte man jetzt noch drauf machen, aber man hätte halt hier auch eine Kimme. Wobei ich hier das Korn abmontiert habe tatsächlich. Das nervt nämlich, wenn man längere Pfeile reintun möchte. Da muss man die nämlich immer ganz von vorne rein. Und so kann man die einfach drauf machen. Dann stellen wir die mal beiseite und schauen uns mal den Rest vom Koffer an. Also, wir haben hier haufenweise Pfeile und das sind vor allem die Pfeile, die ich in der Edda nicht schieße. Die schieße ich nicht in der Edda, weil die mit dem Magazin Probleme machen. Das liegt hier an diesen Billigpfeilen, die gibt es auf Amazon, die verlinke ich euch nicht, weil die sind schlecht. Liegt es auch vor allem an den Nocken. Die Nocken, die platzen gerne mal.
Für die R9 geht es tatsächlich, ist es in Ordnung. Trotzdem verlinke ich euch die Pfeile nicht, weil die sind echt scheiße. Da gibt es Besseres. Die R9 hat ja nur 90 Pfund, hier platzen dann die Endkappen nicht. Das ist okay. Wie gesagt, im Magazin machen die Probleme. Da habe ich haufenweise Pfeile von hier drin, von diesem Nika Archery Adder. Dann sind hier noch ein paar von S&K. Die sind eigentlich, machen die halt auch keine Probleme im Magazin, aber meine Edda ist zickig und nimmt die nicht mehr. Hat die tausende Schuss genommen, aber mittlerweile nimmt sie die nicht mehr. Einfach, ich weiß nicht warum, dann ist es so. Dann landen die halt auch im neuen Koffer, weil die sind super eigentlich. Aber wie gesagt, machen bei meiner Edda einfach Probleme, deswegen sind sie da. Ansonsten hier geht es genau so weiter. Das hier sind die X-Bow FMA Cobra Bowls, auch für die Edda. Auch gleiche Problematik im Grunde, die Nocken sind einfach andere. Damit kommt es einfach zu Fehlschüssen im Magazin. Es ist ganz nett, wenn man dann halt mit der R9 kann man sie halt schießen, weil da macht es kein Problem. Ja, und ja, da kann man, da hat man wenigstens noch eine Verwendung für dann. Ist halt bei diesen ganzen Pfeilen so, ne? Also wenn ich einfach, wenn mir in den Sinn kommt, ich möchte jetzt 100 Schuss mit der R9 machen, dann kann ich das so ja nicht ganz auf einmal machen, aber bald, ne? Also da muss ich halt nur ein, zweimal zur Scheibe und habe halt haufenweise von diesen Billigpfeilen, sage ich mal. Das sind aber auch teilweise experimentelle Pfeile. Also hier haben wir einen vom Thorsten Barne mit Air Vanes. Sollte ich mal ausprobieren, wollte ich auch mal ausprobieren, wie sind denn die Air Vanes? Die sind auch echt gut. Dazu kommen wir aber später, weil das mit den kurzen Pfeilen macht das halt nicht so viel Sinn. Ich bin dann irgendwann einfach auf die längeren Pfeile umgestiegen bei der R9. Das sind dann die hier. Die sehen jetzt auch viel schicker aus natürlich, ne? Also die haben jetzt hier einen 3K-Carbon-Schaft, auch wieder hier vom Herrn Bahle und haben ganz schöne Spitzen im Vergleich jetzt auch zu denen hier. Ja. Die haben jetzt ein Alu-Insert. Dieses Messing-Insert, das war nämlich eigentlich für die RX gedacht. Pfeile mit einem Messing-Insert sind immer viel schwerer als die mit einem Alu-Insert. Und das ist ja nur die R9, deswegen schießen wir hier auf jeden Fall Alu-Inserts. Hauptsächlich, ne? Wie gesagt, das hier ist ein Testpfeil. So Testgeschichten laufen da wunderbar drauf. Auch hier, die habe ich damit natürlich super getestet. Bei denen ist das genauso. Auch experimentelle Pfeile. Hier habe ich die Highspeed Vanes getestet und hier auch mit einem Alu-Insert. Ne? Also die hier waren wirklich für die R9 gedacht, beziehungsweise für die Edda. So, aber da ich halt, na, bei der Edda macht es keinen Sinn, wenn du drei hast, beziehungsweise zwei hast. Weil ein Magazin hat man mindestens 5 Schuss. Es gibt ja auch das 7-Schuss-Magazin. Deswegen, was will ich da mit drei einzelnen Pfeilen, die anders sich verhalten als der Rest? Deswegen sind die hier im R9-Set drin. Genau, die langen Pfeile. Da habe ich ein paar von. Hier, das sind jetzt ganz normale Alu-Inserts. 12,5 Zoll. Vom Thorsten Barle mit den X-Cut Shield Vanes. Ne, waren lange, lange Zeit meine absoluten Lieblingsvanes. Und hier haben wir mal einen mit einer ganz speziellen Nocke. Das hier sind die Original EK Archery Half Moon Nocks aus Plastik. Und das hier ist eine selbstgebaute. Eine Leuchtnocke. Wenn man damit schießt, dann aktiviert die Sehne den Pfeil und dann ist er an. Das ist eine ganz coole Geschichte. Das habe ich auch schon mal in der Dämmerung gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dazu mal Videomaterial sehen wollt. Und ob wir das nochmal neu machen sollen. Weil mit der neuen Kamera, ja, ausmachen muss man die Dinger immer eigentlich mit so einem kleinen Schraubenzieher. Mit einem Bodkin kommt man da auch gut ran. So, dann muss man nämlich das hier so hochschieben. Das sind eigentlich Bogennocken, aber die sind mit der Pfeile, mit in Handarbeit von mir höchstpersönlich zu R9 Nocken gemacht worden. Und das funktioniert. Ja, dann ist hier noch ein Ausreißer. Ich habe halt nur einen einzigen von denen, hat er mir mal zum Testen geschickt. Das ist ein also ein extra schwerer, der ist. Der hat echt ordentlich Gewicht. Auch Messing-Insert, der ist völlig falsch hier eigentlich drin für einen 90er Bogen. Aber, ne, wieder die Problematik, ich habe nur einen einzigen und keine 5 bzw. 7, deswegen macht es im Edda-Koffer keinen Sinn. Der ist ja auch wirklich einzigartig schwer. Also das ist, boah, der ist auch gut ausgewogen. Deswegen, der wäre halt zu schade, um ihn wegzuschmeißen. Und aber in der Edda-Koffer macht er keinen Sinn. Hier eigentlich auch nicht, aber ja.
ich will ihn auf jeden Fall behalten. Ne? Ja, und das Ding ist auch, die R9 hat ja jetzt 90 Pfund. Aber man könnte jetzt ja hier noch den 130er reinmachen, den RX-Arm, und dann hast du die RX. Ansonsten ändert sich ja nichts zur RX. Gibt die RX noch in diesem Sandtarn, so Desert Storm-mäßig. Aber sonst ändert sich da auch nichts. Ne? Also es ist und bleibt eine R9 mit einem anderen Wurfarm. So, wenn du jetzt den Wurfarm von der Edda hier reinmachst, und das mache ich regelmäßig, dann hat man eine RX und dann macht der Pfeil total Sinn. Aber dann benutzen wir auch andere Pfeile und die habe ich im Siege-Koffer. Da, den Siege-Koffer gucken wir uns gleich nochmal an. So, jetzt sitzt das ein bisschen fester, deswegen ich mache es jetzt einfach hier mit. Und das gleiche hier. Wunderbar. Und wieder einpacken. Genau, hier haben wir noch einen Pfeilauszieher. Das hat mal sehr viel Sinn gemacht für mich. Aber mittlerweile habe ich so gute Scheiben, da kriege ich den Pfeil mit dem kleinen Finger rausgezogen. Da brauche ich das dann nicht. Genau, das Scope ist das von der Siege, ganz normales 4x32. Ja, beleuchtet, wunderbar. Ja, was haben wir hier denn noch drin? Das gucken wir uns später an, weil das gleiche ist nämlich auch nochmal im Siege-Koffer drin. Jetzt gucken wir uns mal den Edda-Koffer an. Die Edda ist ja im Grunde die RX oder die R9 mit Magazin. Und ja, das ist halt auch das, was wir hier sehen. Also wir sehen hier auch wieder haufenweise Pfeile. Gucken wir uns gleich an. Das 5er Magazin der Edda. Ich habe euch hier mal das 7er Magazin rausgesucht, weil es werden sofort Fragen aufkommen, warum ich nicht das 7er Magazin benutze. Deswegen. Also ich hatte hiermit so viele Fehlschüsse, wie ihr vielleicht sehen könnt, auch mit Botkins, die sich da richtig reingestanzt haben. Dann kam es zu einem fürchterlichen Fehlschuss, wo das sich aufgestellt hat hier. Diese Platte quasi hat sich hier aufgestellt, wurde hier aufgerissen, hat sich in die Richtung aufgestellt. Hat die komplette Railblock hier, das ging gar nichts mehr. Ich habe dann das komplette Stück rausgerissen, wollte eigentlich das mal mit 2K-Knete ausfüllen, alles hier sauber abarbeiten, dann 2K-Knete drauf machen, dann glatt sauber feilen, bis es wieder gut aussieht, aber ganz ehrlich, wofür? Ich habe da nämlich erstmal das 5er drauf gepackt und bin einfach komplett zufrieden damit, also fast komplett zufrieden. Die Rail hier könnte ein bisschen weiter hinten sein fürs Scope, aber das passt gerade noch so. Außerdem ist natürlich die Frage, macht ein Scope hier Sinn? Natürlich nicht, nee. Eigentlich kann ich das hier mal abmachen und dann mache ich mal nur das Red Dot drauf. Ja, mit dem 5er Magazin komme ich halt irgendwie echt besser klar. Also es gibt viel weniger Fehlschüsse. Das ist irgendwie eine gute Sache. Hier habe ich ein Zweibein, das verlinke ich euch auch. Problem ist nur, das Zweibein passt nicht sofort an die Edda dran. Es sei denn, ihr macht die Dinger dran. Weil ansonsten, schaut mal, hier sitzt das hier so und dann kommt dieser Schlitten mit diesen Edda-Krallen Magazinaufnahmen. Ja, der haut das weg. Das passt dann nicht. Ihr kommt halt dann nicht weiter. Deswegen braucht ihr diese Rail Riser von UTG. Die sind ultra slim. Die bauen nicht hoch auf. Da könnt ihr es dann dran bauen. Und das ist echt ein echt cooles Zweibein dann für die Edda. Das passt übrigens bei der RX und bei der R9 ohne diese Rail Riser dran. Ne? Also das ist auch eine coole Sache. Damit kann man sich wunderbar an den Tisch setzen. Wo ich sehe gerade, die ganze Schiene wackelt. Spitze. Da muss ich mal die Schrauben nachziehen. Oder ganz ehrlich, ja, bei der Edda brauchst du eh kein Zweibein. Das ist halt echt nur zum Abstellen. Ne? Einen anderen Zweck hat das Zweibein bei der Edda für mich nicht gehabt. Einfach nur zum Abstellen, weil ich auf eine andere Armbrust gewechselt habe, damit ich die dann nicht komplett wieder einpacken muss. Einfach nur hinstellen, so zack. Ne, einfach. So, das funktioniert ja wunderbar. Aber ja, Zweibein auf einer Edda, du kommst ja erstens gar nicht so weit wie mit einer R9 oder einer RX. Und zweitens bist du ja eigentlich dynamisch unterwegs. Hier ist eine Dynima-Sehne drauf auf diesem Wurfarm. Die ist schon was älter, hat ein paar Abnutzungen, aber das ist kein Problem.
So, jetzt würde das Magazin drauf gesetzt werden. Hier an die Krallen kommt das ran. So, zack. Und dann kommt hier unsere Rändelschraube ran. So, die Adder. Und hier ist wieder das Gleiche. Ne? Ihr habt natürlich wieder die Philosophie von IK Archery. Ihr könnt das zerlegen ohne Werkzeug. Und das ist eine tolle Sache. Das finde ich richtig gut. Danke. So. Und ja, das ist jetzt die Adder. Gefällt mir echt gut. Ich müsste hier eigentlich mal die roten Punisher von der Siege drauf machen. Das wäre doch mal cool, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dann davon halten würdet, wenn dann hier rot, da rot, da rot und hier rot. Na, aber jetzt schauen wir uns mal die Pfeile an von der Adder. Fangen wir mal hier an. Hier haben wir Speedloader für das 7er Magazin, was ich ja mittlerweile gar nicht mehr benutze. Aber ich habe es damals hier in diesen Schaumstoff reingeschnitten und jetzt ist das halt so. Und das einfach leer zu haben, ist auch doof. Deswegen dachte ich mir, hat man halt hier dann einfach noch ein paar extra Pfeile, auch wenn man die Speedloader nicht nutzen kann. Das sind S&K, Bodkins und Bodkins, also ganz normale Bodkins. Das hier sind Medieval Bodkins, also mittelalterliche Bodkins. Ja, da gibt es dann immer die Streitereien, ist das jetzt ein Broadhead oder ein Bodkin? Ne, es ist halt wirklich ein Bodkin, aber ein Medieval Bodkin. Also so sahen die Bodkins aus, ne? Im Mittelalter damals, als die halt wirklich benutzt wurden, als Kriegsspitzen. Nichts anderes ist ein Bodkin. Ne? Und die gehen auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was der Jörg da gemacht hat mit seinen Saxony Warheads. Sind nicht schlecht auf jeden Fall. Wie gesagt, meine Edda mag die ja auch gar nicht mehr so gerne, die Pfeile hier vom SMK. Sehr schade, weil ich mag sie eigentlich. Ne? Die sind nämlich auch echt gut mit einer Alunocke hier. Vanes sind halt original Vanes von der Größe her und von der Optik. Aber in schwarz, das finde ich auch besser aussieht als diese ewigen Standardfarben von EK. Und da also auf Gefahr hin jetzt hier irgendwen. Und mir fällt darauf, guck mal, seht ihr das, wie dünn hier der Alu-Ring ist? Das Insert. Und da habe ich ein bisschen leichteres, oder? So. Ja. Dann haben wir hier nochmal einen Speedloader mit 7 Steambow. Da haben wir noch einen Speedloader mit 7 Steambow Broadheads. Das ist echt cool. Und dann hier noch so ein bisschen Restbestände. Steambow Broadheads und Nika Adder Broadheads gemischt. Restbestand. Was haben wir denn sonst noch hier? Hier haben wir Leuchtnocken. Das sind aber beschissene Leuchtnocken. Das war der Versuch, das, was ich euch eben gezeigt habe, um günstiger irgendwie hinzukriegen. Und dabei kam dann das raus. Das war ziemlicher Schmutz. Also hier ist keine farbige LED drin, ne? Sondern eine weiße und das dünnwandige Plastik zeigt, das soll dann jetzt grün. Also ne? Ich meine, ihr kennt meine Adder. Ich mag Rot. Ich mag Rot. Das ist Rot. In welcher Welt ist das Rot? Also das ist eher Pfirsich als Rot, oder? Das ist rosa oder ach, das ist orange. Ich meine, wem machen wir hier was vor? Das ist doch kein Rot. Das ist eine Frechheit, ist das Rot. Das ist genauso rot wie das Jack Archery Rot. Mm. Rot. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh. Das schöne Rot. So, rein. Ah ja, okay. Magic. Also, der Versuch, billig Leuchtnocken zu holen, ging echt nach hinten los. Die blauen, die sehen noch einigermaßen okay aus. Aber es ist halt auch wieder da, natürlich wieder eine weiße LED. Also das ist kein richtiges Blau, das ist Kacke. Deswegen, da gibt es auch keinen Link, weil da gibt es keine Empfehlung. Für die guten Leuchtnocken gibt es einen Link. Die habe ich nämlich tatsächlich auch auf Amazon geholt.
Aber ich sag euch, die sind teuer. Die sind teuer und ihr müsst dann danach rumfallen. Aber es ist geil. Ihr könnt die auch echt ewig wiederverwenden. Ne? Also die sind zwar nicht wieder aufladbar, aber 72 Stunden Akkulaufzeit haben die. Super Sache. Im Adder-Koffer habe ich außerdem noch einen R9-Wurfarm. Weil wenn ich mit der Adder unten im Keller schieße und nicht draußen, dann habe ich gar nicht mal so viel Platz und dann will ich gar nicht, dass die Pfeile so tief eindringen und sonst was. Außerdem mit dem 90er Bogen kann man viel verschleißärmer schießen und üben und damit fallen auch Bewegungsabläufe und sowas einfach viel leichter und dann sitzt es, wenn ihr dann den 130er benutzt. Und dann ist hier noch der Standardgriff von EK Archery für die EK Archery Adder. Ja, der ist nicht besonders gut, der ist aber auch nicht besonders schlecht, aber diese Schiene hier ist besonders schlecht, weil wie ihr seht, also der Eric von Fledged Evolution, der würde sagen, die hat kaum Fleisch. Also würde ich auch sagen, ne? Die könnte echt mal was vertragen. Guck mal, die bricht ja fast weg. Und das ist auch oft bei Leuten passiert, dass das wegbricht. Deswegen, ja, für dieses Ding ist okay. Aber also ich würde euch allgemein empfehlen, so die Adder zu greifen. Ne? Gar nicht hier so, was soll das? Also wofür? Ihr habt so, habt ihr ja viel besser. Also ja, macht's einfach so. Ganz einfach. Punkt, ja. So, gucken wir uns die Pfeile an. Die sind nämlich ja echt entscheidend, wie ich jetzt mehrfach angedeutet habe, dafür, dass die Adder keine Probleme macht, sondern einfach eine wunderbare Armbrust ist. Ja. Dafür ist es sehr wichtig, dass ihr die richtigen Pfeile habt. Welche Pfeile nicht gehen, habt ihr im R9-Koffer bereits gesehen, weil jeder Pfeiler, die ihr da seht, die gehen nicht hier drin, außer jetzt der einzelne grüne. Ne? So, die restlichen Pfeile. Mit der Adder schieße ich wirklich nur noch Thorsten-Bale-Pfeile, ne? Nichts anderes mehr. Weil ansonsten hat sich einfach herausgestellt, ist die Adder komplett zickig und platzt und Fehlschuss, Fehlschuss, Fehlschuss. Seitdem ich die nehme, kaum noch ein Fehlschuss. Und wenn doch, dann lag es halt echt irgendwie dann an den bekannten Sachen, die die Adder so mit sich bringt. Ne? Mehr dazu im Adder-Video. Aber ja, die Adder ist halt echt nicht perfekt, leider. Mit den Pfeilen kriegt man so ziemlich das Maximum raus, aber auch dann ist sie nicht perfekt und macht gerne mal den einen oder anderen Fehlschuss. Mit dem 5er Magazin tatsächlich weniger als vorher. Ich werde bald das 7er mal ausprobieren, vielleicht ist das sogar noch besser. Wäre natürlich cool, also nicht das 7er. Das wissen wir ja, wie es ist. So, was haben wir denn hier? Das waren meine ersten Adder-Pfeile vom Herrn Thorsten Bale und so habe ich eigentlich auch den Herrn kennengelernt. Ihr wisst Bescheid, meine Adder macht Probleme, ich habe keinen Plan, was soll ich machen. Dann habe ich einfach mal Pfeile von ihm geholt und dann war es das, dann gab es keine Probleme mehr. So, und das ist erstmal ganz merkwürdig, weil der Jörg Sprave, der sagt ja immer, dass es an den Vanes liegt, dass der Pfeil funktioniert oder halt nicht. Weil der dann hier, ne, so in dem Ding drin gehalten wird. Also tatsächlich habe ich andere Beobachtungen gemacht. Nämlich, dass das mal so gar nicht unbedingt ausschlaggebend ist. Sondern, ja, ich weiß nicht, irgendwie, also, woran liegt es denn jetzt? Vielleicht ist es einfach die Vane echt, ne? Mit den Vanes, die ja hier totales Spiel eigentlich drin haben, funktioniert halt alles. Das ist total absurd und das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber es funktioniert. Ne? So. Da. Hier ist der Pfeil. Der liegt da jetzt ganz genau richtig. Und ich kann ihn jetzt hier repetieren. Und ich könnte den jetzt schießen. Was ich aber nicht mache, ich pump den jetzt trocken. Heißt, ich löse den Wurfarm wieder, ne? In sicher. Und jetzt drücke ich hier den Wurfarm mit zurück und der Pfeil kommt raus. Das ist übrigens auch eine super Sache. Die hatte mir mal der Jörg gezeigt. Vielen Dank. Also kannst du überprüfen, ob es zu Fehlschüssen gekommen wäre. Ne? Ohne, dass man schießen muss, indem man dieses Leerpumpen macht. Ja, um den Pfeil haben sich dann eigentlich die Probleme der Adder behoben gehabt. Ne? Also zeitenweise. Und dann kam halt das hier, ne? Dass das hier reingenagelt hat.
Und seitdem bin ich aufs 5er und seitdem wieder alles easy. Ja, also genau, das waren halt Botkins mit einem Alu-Insert, 130er Wurfarm einfach, aber vor allem habe ich ja auch den 90er Wurfarm benutzt und deswegen habe ich Alu-Inserts genommen, weil ne, damit kommst du dann weiter, macht dann mehr Sinn, so einen schweren Pfeil zu schießen mit 90 Pfund macht einfach keinen Sinn. Und ja, durch die Botkin-Spitze haben die aber auch ein vernünftiges Gewicht, die wiegen auch mehr als hier der Standard-Kram, die sind schon echt spitze. Aber für wenn ich dann den 130er schieße, habe ich auch die hier, schlechtes Beispiel. Das sind nämlich zwei Alus und ein Messing nur. Oder? Da. Hier. Hier habe ich ein paar Messingpfeile. Oh, hier sind, das ist vom Long Range Test gewesen. Der ist in den Sandhaufen gegangen, in der Kiesgrube. Den musste ich suchen, den Pfeil. Tja, ansonsten sieht er doch top aus, ne? Da ist nichts dran. Na gut, okay, ja, die Nocke. Müsste ich mal einkleben. Oh, oder austauschen. Die hat ein bisschen was abbekommen. Aber sonst. Ne, also, Messing-Insert beim 130er Wurfarm. Absolut geil. Weil die fliegen einfach viel. Ja, die sind halt schwerer. Dadurch sind die besser stabilisiert. Dadurch haben die einen auch viel satteren Einschlag im Ziel. Ihr kommt halt nicht so weit, muss man ehrlich sagen, aber, weil die Pfeile schlagen halt einfach tiefer ein, ne? Pfeile schlagen tiefer ein, aber mit einer engeren Gruppe, als wenn ihr eine Alu-Gruppe gleichzeitig drüber schießt. Also, sagen wir mal, ihr schießt 5 Pfeile Alu und 5 Pfeile Messing auf die gleiche Scheibe. Die Alus, die kommen dann so ein bisschen oberhalb ein und sprayen aber fürchterlich. Also die streuen, die flattern halt quasi, ne? Und die Messing, die sind so schwer, die landen alle so richtig mit Schmackes. Alle, ja nicht auf dem Centstück, aber 2-Euro-Stück, ne? Also das ist schon ein vernünftiges Gewicht, was dahinter ist. Ja, und je nachdem habe ich deswegen hier Alu- und Messing-Pfeile, wenn ich den 90er nehme oder wenn ich weit will, wenn der Streukreis keine Rolle spielt, dann nehme ich die Alus. Wenn ich nicht so weit will, dafür, na, dann nehme ich die Messings. Und na, hier habe ich auch noch so ein paar Botkins. Und dann habe ich hier noch 2 Jagdspitzen. Ja gut, jetzt, ne, eigentlich müsste ich die jetzt auch in R9 Koffer machen, weil es 2 sind und die hier auch. Ach komm, die bleiben hier drin, hier ist ja noch Platz. Der R9 Koffer, der platzt ja fast. Na, hier habe ich so ein bisschen die Farbvariationen, die es da so gibt. Orange, schwarz finde ich ganz geil. Grün, schwarz finde ich auch geil. Aber ja, was willst du da sagen, ne? Guck mal. Ist das nicht geil? Also besser geht's halt einfach nicht, ne? Als schwarz-rot für die Edda. Dann kommt hier noch der rote Punisher hin. Boah. Besser geht's ja kaum. Das ist schon krass, richtige RM Crossbow Sniper Vibes. Wenn man hier seine Farbkombination so derartig abstimmt. Hier noch ein paar Alus. Also immer Alu, Messing, Alu, Messing. Das ist halt immer die Frage, was wollt ihr? Alu, Messing. Messing ist ein bisschen teurer. Aber wenn ihr genug Pfund drauf habt, dann würde ich euch immer Messing empfehlen. Aber ein paar Alus zu haben, ist auch nicht verkehrt. Gerade wenn man noch den 90er Bogen hat, mit dem ein bisschen schießen will. Oder wenn man halt einfach viel weiter kommen will und irgendwie der Streukreis nicht so eine dermaßen Rolle spielt, dann sind Alus sehr, sehr empfehlenswert. Und allgemein, auch hier so ein Alu von Bale, die Alus sind schon mal viel schwerer als ein Stani Alu von EK oder sonst wie. Oder diese, ja, Nika, Archery und was nicht alles, ne? Die orientieren sich ja alle auch am Original. Und das ist halt, ja, ich meine, was bringt's dir dann? Dann hast du ja das Original, aber in schlecht. Und wenn das Original schon nicht das Wahre ist, so, dann was willst du denn damit, ne? Also, dann kannst du deine Edda auch noch umbauen, dass die dann auch so billig Pfeile schießen kann. Diesen Umbau habe ich übrigens. Aber es klappt trotzdem nicht. Also mit dem Umbau habe ich mir nämlich auch nochmal sehr viele Probleme vom Leib geschafft, von der Edda. Weil bei meinem Trigger-Mechanismus in der Edda war das Achslager ausgeschlagen. Das heißt, die Kralle hatte enormes Spiel rechts-links. Wie ihr seht, hat die ja jetzt gerade gar nicht.
Weil die Edda, das ist ein Verschleißteil, dieses Teil hier. Die Kralle ist ein Verschleißteil, ist so. Und das weiß EK. Das weiß EK Archery, auf jeden Fall. Und auch Gogan weiß das auch. Und wenn ihr eure Edda bei Gogan gekauft habt und ihr Probleme mit übermäßig vielen Fehlschüssen habt, dann checkt mal die Kralle, die Kralleneinheit und das Spiel vom Achslager. Wenn das zu viel Spiel hat, dann solltet ihr echt mal eine E-Mail zu Gogan schreiben oder halt da, wo ihr es gekauft habt und sagt, ihr habt hier ein Problem mit der Kralleneinheit. Dann bekommt ihr den Triggerblock, das alles und diese Schiene sogar mit dabei. Ihr müsst das dann einfach nur da einbauen. Das ist auch relativ einfach. Und damit habt ihr dann einige der Probleme behoben. Vor allem diese Probleme, die erst nach einer gewissen Zeit auftreten. So, jetzt hatte ich diese Triggerblock-Einheit und als allererstes habe ich direkt mir den Sicherungshebel verlängert, also den Sicherungspin. Weil dadurch, dass der jetzt so fast hier mit abschließt, kann der Pfeil nicht mehr zu tief rein. Und das ist auch ein Riesenproblem bei Fehlschüssen mit der Adder. Der Pfeil rutscht dann einfach zu weit hinten rein und dann klemmt das. Also, ne, dann so. Dann rammt er die Nocke da wirklich rein und die Nocke nimmt dann auch Schaden. Und das ist halt wirklich, wenn das zu viel Spiel hat. Und dieses Spiel, das kommt dadurch, denn, dass der zu weit reingeht. Deswegen habe ich jetzt von vornherein so, dass der gar nicht mehr zu weit rein kann. Der kommt jetzt schon direkt, zack, da stößt er auch an das Ding an. Sieht man auch ein paar Punkte, wo das gegenkommt. Da drin. Und da kommt das gegen, schiebt das nach hinten und wird dann da verhindert, dass es zu weit nach hinten geht. Das ist der Sinn dahinter. Und das hat auch nochmal viele Fehlschüsse reduziert. Also mittlerweile ist die Edda, so wie ich sie habe, relativ zuverlässig. Und damit werden auch bald viele Videos kommen. Gerade für mehr Reichweite und sowas. Da ist die natürlich sehr interessant im Vergleich. So viel weiter komme ich gar nicht tatsächlich als mit der Stinger. Stinger, damit mache ich ja trotzdem 40, 50 sogar auch, ne? Halt nicht Weltmeister. Ich glaube, mit der kann man halt echt auf 50 auch noch richtig gute Ergebnisse. Mal schauen. Müsste man echt mal, mache ich bald mal einen Vergleich auf Range, wo es dann over ist. Und eigentlich wäre es doch dann genial. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Eine 90 Pfund Adder gegen eine 90 Pfund Stinger. Und dann Max-Range-Test. Das wäre doch mal eine coole Sache, oder? Oder soll ich 130 Pfund von der Edda wirklich gegen 90 von der Stinger? Das fände ich halt ein bisschen unfair, ne? Und wäre natürlich noch beeindruckender, wenn die Stinger dann da. Puh. Naja, also schreibt mal 90 gegen 90 oder 90 gegen 130. Schreibt das mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Packen wir zusammen bei der Edda. Und jetzt schauen wir uns den dritten und letzten und besten Koffer an. Ganz ehrlich, einfach den besten Koffer, weil das hier sind ja Avalons, ne? Die kosten nicht viel. Ich verlinke euch das. Ich hoffe, die sind auch noch so billig wie damals. Ich hatte meinen nämlich für 29 oder 39. Ne, ich glaube, es war 39. Oder war es sogar 29? Ich habe ja mehrere. Ich habe sogar noch einen, aber da ist was anderes drin. Ich suche euch den raus. Vielleicht ist er wirklich wieder 29, 39. Aber auch 39 ist ein super Preis, ne? Also, das kostet jetzt nicht 39 Euro. Das verlinke ich euch aber selbstverständlich auch. Das ist mein Siege-Koffer. Der ist etwas größer. Mein Siege-Koffer.